Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute am Sonntag mit einem Multipack Unboxing. Und zwar habe ich zwei Multipacks gekauft, die werde ich unboxen. Ich wollte erst einen Unboxing Battle machen, aber ich denke mir, bei Multipacks macht das irgendwie nicht so einen Sinn. Vielleicht überlege ich mir auch anders. Ich muss mal gucken, wie ich den Titel schreibe. ich muss es jetzt gleich überlegen. Auf jeden Fall, ich habe bei meinem Kiosk mir am Mittwoch schon das Starter-Set und ein Multipack gekauft. Ich hatte dort Modest drinne. Ich habe bestimmt schon 10 Multipacks an Boxings gesehen und ich habe immer Ribic und Kovnacki gesehen. Deswegen hatte ich richtig Glück mit Modest. Mal gucken, ob wir Ribic oder Kovnacki ziehen. Am besten, wenn wir beide einmal ziehen, hätten wir alle Limis. Aus den Multipacks hätte ich wüsste ich mir keine mehr kaufen. Und wir haben zwei Multipacks. Wie gesagt, es gibt Modest, Kovnacki und Rebic. Dem eine garantiert dann die Bundesliga-App Multipack. Das Ganze kostet 4,99 € und es gibt noch den Adventskalender, die Minitin und nee, das Dataset Minitin und Adventskalender. Jo. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Kann man hier unten einfach aufreißen, ohne irgendwas zu beschädigen. Oder? Das war hier oben. Kann man einfach aufreißen, kann man rausholen und ich würde sagen, wir machen mal doch ein Unboxing Battle. Wir machen mal Unboxing Battle, auch bei den Bundesliga-Karten. Also wir machen aber einen Spiel-Unboxing Battle, kein Stat-Unboxing Battle. Linkes Multipack gegen rechtes Multipack. Also das ist der Booster mit der Limi, den zeige ich euch später. Ich habe auf meinem Kanal ja 25 Booster geöffnet, dann habe ich das Starter-Set und wie gesagt schon das eine Multipack und dann öffne ich jetzt diese. Und im Idealfall muss ich mir keine Multipacks mehr kaufen, sondern nur noch die Blister, die Minitin und den Adventskalender. Ja, das ist das Multipack. Das eine, ich schmeiß den Boden erstmal auf dem, den Müll erstmal auf den Boden, genau, den Müll auf den Boden, den Boden auf den Müll, genau so. Ah! Also ich hoffe, ich ziehe ein paar Matchwinner, weil Matchwinner sind ja seltener als Club 100 Karten wieder dieses Jahr. Gucken erstmal auf die Verteilung, wenn es möglich ist. Es sind wieder die 5er Booster. Ich habe noch keinen einzigen 10er Booster dieses Jahr geöffnet. Ich glaube, ich werde auch keine 10er Booster dieses Jahr öffnen. Außer wenn bei den Blistern 10er Booster drin sind. Das ist die Verteilung. Müsstet ihr schon gesehen haben, wir haben heute sozusagen 8 Booster am Start. Das heißt, ein Matchstart sollte garantiert sein. Das ist sozusagen, so muss ich die öffnen. Und ja, erstmal den Code. Die gebe ich natürlich auch immer alle fleißig ein. Das ist die Clubkarte, habt ihr sowieso schon fast gesehen. Also, es zählt jeder Spieler bis auf die Clubkarte. Dann haben wir Emmanuel Akanji von Dortmund, Narey von Hamburg, Marlon Ritter Paderborn, Matthias Zimmermann Düsseldorf und das Gladbach-Logo. Ich würde sagen, Akanji ist unser Spieler, den wir wählen werden. Karten lege ich mal aus dem Bild. Ich muss mal ein bisschen mehr ranzoomen. Dann ist das unsere erste Wahl. Dann mal wieder ein Club-Logo. Dann haben wir Erik Durm, Marcel Hilsner, Lars Stindl, Kevin Trapp und das Leverkusen-Logo. Ich würde sagen, hier sind entweder Trapp oder Stindl die besten Karten, aber nach der letzten Saison auf jeden Fall Trapp. Und beide haben letztes Jahr eine gute Saison gespielt, daher kann man das nicht so gut sagen, wer jetzt der bessere ist. Ich gebe einfach mal Kevin Trapp den Punkt. Das ist jetzt meine Meinung. Kevin Trapp hat auf jeden Fall letzte Saison gut gespielt. Ob Bundesliga oder Euro oder Pokal war, haben auf jeden Fall gut gespielt. Und wir haben eine limitierte Karte im Päckchen, die sonst immer nur, oh, das ist wieder so ein Glücksmultipack, weil wie bei den FIFA 365 bei den Rares, bei den Multipacks und Blistern sind die Rares da so oft und hier sind die Limis viel öfters und ich weiß schon, wer es ist. Wisst ihr auch, wer die Torwart-Limi von Bremen ist? Wir haben nämlich erstmal Grujic, Amin Harit, Gerhard und Vogelsammer. Momentan, da würde ich aufgrund der aktuellen Form Harit vorne sehen. Und die limitierte ist Giri Pavlenka.
Ich habe jetzt Bittencourt und ein paar Flenker von den 7 aus den Boostern. Ich habe noch gesehen, dass jemand schon Goretzka gezogen hat. Aber Pavlenka, LE11, die nächste limitierte Karte. Passt. Und der war letztes Jahr auch stark. Schicke ich auch mal ins Rennen. Also momentan punktet das Multitech schon mit Sympathiepunkten. Das ist, wenn dann die Special Karte hier, ne? Ja, weil das ist das Match. Oh, das Match-Logo. Legen wir die Special Karte mal kurz weg. Dann haben wir erstmal Shahin, Gogia, Arnold und das Bundesliga-Match-Logo. Das ist richtig sick. Ich würde die beiden weglegen. Da würde ich die beiden nehmen, aber ist auch nichts. Und die Powerkarte ist noch eine limitierte. Niklas Stark. Nee, nein, ich bin raus. Zwei Multipacks, zweimal die limitierten Karten. Dieses Unboxing ist viel zu krass, Leute. Das gibt's ja nicht. Den Berliner Niklas Stark. Und der ist auch hier das Stärkste. Gutes Wortspiel. Und boah, dieses Packlack, Leute. Mashallah, Kuss geht raus an meinen Kioskbesitzer. Aber Pavlenka war letztes Jahr schon irgendwie, fand ich, stärker. Aber die irgendwie lassen wir ja immer sowas von oben im Rand liegen. Oh. Und jetzt kriegen wir gleich noch zwei limitierte Karten. Ist ja unfassbar. Wir haben wieder das Club-Logo und wieder von Gladbach. Auf jeden Fall danke an Tops, dass ihr sie Club-Logos so gut so durchmischt. Dann haben wir Contento, Gondor, Ginter und Kempf. Da ist auf jeden Fall Ginter der Beste. Aber jetzt auch nicht überragend. Boah, Digga, dieses Packlack. Ich komme da auch immer noch gerade nicht klar. Das hier ist, wenn dann die Special-Karte. Wenn es jetzt wieder ein Limit ist, das kann ja nicht sein eigentlich. Aber haben wir erstmal Endika war hat stark gespielt. Antwi, Adji, Rezos und Vidra. Und die Powerkarte ist... Nee, nein, nein. 101 Jadon Sancho. Auf jeden Fall den Punkt. Und ich weiß nicht, was ich davon sagen soll. Das Unboxing ist einfach nur krass. Wir ziehen in gerade mal 8 Boostern, 2 limitierte, 1 Club 100 Karte und 3 Club Logos. Das ist die Special Karte. Wenn das jetzt auch eine Club 100 ist, weil es Leipzig Angriff ist, kann entweder Werner als Starspieler oder Paulsen sein. Da haben wir erstmal Grilic, Risse, Sancho und Lee. Normaler Sancho auf jeden Fall auch stark. Und die Powerkarte ist... Ah, Timo Werner als Starspieler. Lasse ich mal beide draußen liegen. Egal, mal gucken, was für eine Position kommt. Düsseldorfer Angreifer. Ich weiß gar nicht, ob das eine Special Card ist. Weil müsste Männer ein Matchwinner sein, weil Starspieler ist Zimmer. Dann haben wir Sargent, Flecker, Orban und Jahrstein würde ich... Aufgrund der letzten Saison Orban den Punkt geben. Orban schafft es aber garantiert nicht gegen die beiden. Und die Powercard ist, ja, ein Matchwinner Ruven Hennings von der Fortuna. Die Limis lasse ich jetzt mal nicht zählen bei dem nächsten Battle, aber Hennings schafft es auf jeden Fall nicht. Da lasse ich mal Werner wegen der Powercard draußen liegen. Werner schafft es gegen den. Also ich lasse jetzt die Limi, ich glaube, ich lasse hier die. Ja, das ist die Limi. Ich nehme die Limi jetzt mal nicht in die Wertung mit rein, weil die Limi ist ja garantiert. Und das ist jetzt scheiße, weil ihr seht jetzt die Limi und zwar Angreifer von Düsseldorf. Ihr wisst, wenn ihr aufgepasst habt, wer das ist. Das sind die Karten so umgedreht. Das ist auch noch eine Special-Karte. Oder ist das? Es können beides die Limi sein. Erstmal haben wir Keita Ruel, Contente und Mascarell. Da würde ich jetzt Mascarell als stärksten nehmen. Dann gucken wir uns die an. Das ist Ante Rebic als Starspieler, leider nicht als Limi. Und die Limi ist, wie gesagt, Kovnacki. Das heißt, die haben wir auch noch nicht. Und ich würde sagen, jetzt Rebic schicken wir uns hier ins Rennen. Es muss ja noch einen Gewinner geben. Und hier hinten ist die Limi. Das heißt, mach das jetzt so. Und bitte nicht Modest oder Kovnacki, sondern den Ante Rebic. Das würde perfekt laufen. Nein. Ich schieb die hier vor. Das heißt, wir haben erstmal zwei Base-Karten. Einmal Krujic und Johnson. Dann habt ihr schon gesehen, das Voicebook-Logo. Die Base-Karte hinten ist noch Hühnemeier.
Und jetzt, die Limi ist Frankfurt. Ja, wir haben alle drei in drei Multipacks. Let's go. Wir haben Kovnacki, Rebic und Modest drei Multipacks gekauft. Ideale Ausbeute, Pavlenka und Stark noch als Limitierte. Also das Unboxing kann man sich überträufen, Leute. Ich habe jetzt alle Limis von den Multipacks in drei Multipacks gefunden. Kein zusätzliches Geld mehr ausgeben. Das heißt, nur noch drei Blister kaufen. Einmal den Adventskalender und die Gold Mini-Tin. Und insgesamt haben wir auch noch gut Club-Logos und Starspieler gezogen. Und das sind ja nochmal die Base-Karten. Oder besser gesagt die Power-Karten. Dann haben wir nochmal auf jeden Fall auch nochmal ein paar Karten. Habt ihr, glaube ich, habt ihr schon gesehen, die Karten. Und das Logo finde ich auch richtig sick. Das ist in der Mitte der ersten Seite, wenn man sie so einsortiert, wie Tops es möchte. Also insgesamt haben wir aus den ganzen Multipacks, also es gewinnt, weil da aus dem Booster war jetzt krasser dabei, die linke Seite, sozusagen das Kovnacki-Multipack. Wir haben insgesamt als Powerkarten aus den 10 Boostern zweimal das Gladbach-Logo und einmal das Logo von den Leverkusen, und das Wolfsburg-Logo. Und als Starspieler haben wir Rebic und Werner, dann haben wir Matchwinner Hennings und Sancho als Club 100. Und dann haben wir noch, garantiert waren Kovnacki und Rebic, und Stark und Pavlenka waren einfach so noch drinnen. Richtig gute Ausbeute, Trapp ist noch eine Base-Karte, Sancho legen wir mal rauf. Haben wir auch schon im letzten Unboxing gezogen. Mir fehlt als Club 100 immer noch Kimmich. Wenn jemand zum Beispiel Sancho gegen Kimmich tauschen möchte, kann er gerne mich Bescheid sagen oder in die Kommentare schreiben. Alle Limis brauche ich noch, das heißt, die stehen jetzt nicht zum Tausch. Das war ein gutes Unboxing. Ich würde sagen, ich gebe jetzt erstmal die Codes ein und die Karten durch meine Sammelmappe. Hier könnt ihr noch gerne abonnieren. Dann könnt ihr hier noch die Matchtext-Playlist auschecken und hier noch ein zufälliges Video. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns Mittwoch wieder. Vielleicht schon mit dem Mappen-Update. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.